Es macht höchstens Sinn für Community, große Community-Servers, wo der eine am anderen Ende der Welt wohnt und der andere dort, und dann sagt man halt kurz, bevor ich jetzt hier 2 Tagesmärsche bis zu dir mache, wirfst du mal rüber. So, jetzt habe ich jetzt. Zack, 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 zack. Das ist der Boden fertig. Kann man doch Ich geh bestimmt mal jetzt noch kurz auf Bänke Klo, bis hinstellen. gleich. Viel Spaß. Bring mir was Schönes mit. Jetzt Fenster an. Oha, die Kirche in dem Tutorial ist ja winzig im Vergleich dazu. Ist ja von der Höhe, ist ja noch viel niedriger. Um einiges. Oh, ein farbiges Fensterglas, das ist ja dann auch noch. Auch noch herstellen. Jetzt wird es wieder hochgebaut. Oh ja, sieht gut aus. Das war das heute. Müssen wir ja. Heute müssen wir die Kirche fertig kriegen. Das ist die Mission. Die Kathedrale. Jetzt werden hier erstmal Fensterlöcher reingekloppt, damit auch mal ein bisschen Licht in die Kirche kommt. Haus des Lichtes. Das Lichthaus haben wir da drüben, das ist der Leuchtturm. Ja, prinzipiell. Zwei, drei, alle 3 Blöcke, ja, müsste.
Perfekt. Ist der Prof weg? So blöd. So ein Blödsinn, das ist blöd. Das ist. Muss jetzt wieder Selbstgespräche führen. Das mache ich in Minecraft ungern. Wenn ich Leute habe. So, ich gehe mal so hoch und auf der anderen Seite noch mal genau das gleiche. Und nachher Fenster rein. Quietschbunte. Autsch. So. Da ist er zurück vom Bot. Zurück aus dem Pott. Düsseldorf war schön. Hast du mir was Schönes mitgebracht? Gut. Ein Stückchen Klopapier. Ja, sogar in einem Und schönen schon wieder Braunton, Klopapier. der mit Holz harmoniert. Was? Lecker. Nutella, nur für dich. Tja. Ah, ja. Ja. Weil Nutella wirklich dieselbe Farbe hat. Nee, ich hab's nie verglichen. Warum lasst uns heute zu Nein, unserem Werbepartner kommen, Nutella? nein. Nutella. Mindestens genauso gut wie Kot. Also mir schmeckt's. Mir nicht. Ich esse das Aber jeden ich Tag esse zum auch mittlerweile Frühstück. kaum was Süßes mehr. Also ich weiß, dass es scheiße ist, aber ja. Scheiß ungesund. Oh, ist Fett und Zucker. Palmfett halt. Mit unwesentlichen Anteilen an Kakao. Na, schmeckt halt. Was soll man sagen? Da schmiere ich mir lieber weiter Frischkäse aufs Brot. Na, ich kann zum Frühstück nichts Herzhaftes. Das ist. Nee. Nicht zum Frühstück. Bin auch kein Freund von So, Marmelade. geil. Das was schief gelaufen. Oh. Was hast du kaputt gemacht? So hier. Nö, das stimmt eigentlich. Hier muss dann die zweite. So, ja, das muss dann hier. So, Fensterin. Was machst du jetzt? Dinge und Sachen. Manchmal sogar Zeug. Sachdinger. Sachdingszeugs. In seltensten Fällen sogar Gedöns. Aha. Ja, so ist das. Ein aufregendes Leben. Noch Gedings und Gebums Aber nur ganz, ganz selten. und Gebums. Nur wenn ich Bock drauf habe. Ah ja. Dingsbums. Dann bumst man das Dings. Und der Bums und der Dings das Bums. Das auch. Manchmal sogar gleichzeitig. Ja.
Da soll noch jemand sagen, Männer wären nicht multitaskingfähig. Ja, sie atmen, sie reden, sie leben, existieren. Es sind viele Sachen auf einmal. Das muss man erstmal in seine Not kriegen. Warum baue ich eigentlich dort meine Spitzhacke ab? Aus Bequemlichkeit. So. Ja, so muss das. Und sonst so? Ja, man wurschtelt sich so durch. Noch 2 Wochen Arbeit, dann habe ich wieder Urlaub. Ich habe auch Urlaub. Bald. Ich glaube, übernächste Woche. Eine Woche noch und dann habe ich eine Woche Urlaub. Danach geht's los mit Berufsschule. Ich muss die Kühe gar nicht mehr töten, die töten sich einfach selbst. Ah, das ist praktisch. Ich stehe nur in einer Ecke von meinem Käfig mit Weizen und dadurch drücken die sich alle gegenseitig so zusammen, dass sie wegen Entity Overload alle sterben. Das ist praktisch. Hast das Glut nicht mehr selbst an den Fingern. Wenn du es gegenseitig dazu bringen kannst, sich umzubringen. Sieht hier nicht ganz richtig aus. Das tut nicht richtig sein. Nö. So. Was so? An Fleisch mangelt's mir jetzt schon mal nicht mehr. Na, guten Appetit. Und an Leder. Na dann. Hast jetzt Essen und Kleidung für den Winter. Sozusagen. Oder Bücher. Bücher kannst du da auch draus machen. Sehr gut. Das war gewollt. So, die Fenster, da muss jetzt nur noch ein Glas ran. Farbiges Glas. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee. So wie er das macht. Tutorial. Könnte man so machen. Ich hole mir erstmal Glas. Da macht es, glaube ich, so die Seitenbögen da noch rein. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen was von der Wand abbauen, aber jo, kriegen wir hin.
So, Glas, Glas, Glas. Ich sehe nicht Glas, also das ist mein Inventar. Müsste jetzt mal Sand brennen. Hier sicher keine Gläser mehr irgendwo. Hast du noch Sand, Prof? Nicht, dass ich wüsste. Das bräuchte Sand. Und Farbstoff. Drei angeleinte, hier sind angeleinte Hühner, angeleinte Schafe und angeleinte. Ach so, ja, die hatte Kühe. Ich irgendwann vor drei, zwei bis drei Streams hatte ich die irgendwann mal angeleint, okay. Da. Als Schutztiere für den Zaun oder ja, was? Ja, genau. Was gibt es Besseres als Schutztier? Ja. Wer schreibt mir an? Die Hühner werden bestimmt für jeden Gegner abhalten. Und jetzt hier an große Angst haben. Wo hast du die ganzen Laien genommen? Magie. Zauberei. Wahre Hexerei, verbrennt mich. Verbrennt die Hexe. Oh, hier sind auch noch Kühe. Ist eine Kuh auf der Mauer. Da schießt sie. Ah, da drüben ist Sand. Beim Enderportal. Und die Diamantspitzhacke hast, hier gibt es noch ein bisschen Obsidian zum Abtragen. Warum tue ich das jetzt nicht so wirklich? Momentan erstmal noch beim Fleisch grillen. Eine Kiste habe ich ja schon mal geplündert. Ganz am Anfang, das war einer der ersten Parts. Sand. Effektiver mit einer Schaufel, aber was so ist. Ich baue eine Menge Glas. Wo ist das Leben? Das Fenster. Oh, ich höre eine Hexe. Das ist nicht gut. Hex, Hex. Komm herbei, Kartoffelbrei. Baby und Hena. Familius und Sabrina. Dagi. Machen Pippi und Kaki. What? Ich hab keine Ahnung, irgendein YouTuber hat das mal so komplett verunstaltet, dieses Lied. Ja. Das war wunderschön. Sehr schön. Wahre Kunst. Bei Kunst fragt man sich manchmal, ist das Kunst oder Kunst kann das sein? Kommt von Können und in diesem Fall eindeutig. Oha. Ein neuer Follower. Und Mr. Burns hat meinst du geschrieben. Meinst du Mr. Burns? Und willkommen. Yisondo. Yisondo, willkommen in der Community. Warum bist du noch nicht Affiliate? Ja, das frage ich mich auch ständig. Das ist. Angst vor seiner ungezügelten neben den Fragen, warum bin ich noch nicht weltberühmt und warum bin ich noch nicht Bundeskanzler von Deutschland und warum gehört mir die Welt noch nicht? Das sind so meine Fragen, hast die ich mir aber zum Beispiel stelle. Hast du sie noch nicht gekauft? Warum bin ich noch nicht reicher als Bill Gates? Das ist manche Fragen. Ja, da hat mir dennoch keine Antwort drauf gegeben. Das ist. Manchmal ist das Leben unfair.
Guten Abend, Lot. Wird deine dritte Staffel von Arno kommen? Da wird es eine dritte Staffel geben. Ja, also so wie es momentan läuft, wird es dann wahrscheinlich 2022 dann wahrscheinlich eine dritte Staffel geben. 2000, obwohl 2018, ich glaube die erste Staffel ist 2018, habe ich die glaube ich gestartet, war die 2018 und lief 2019. Also demnach Ende 2022 vielleicht. Maybe. Aber erstmal müssen wir die zweite Staffel beenden. Das ist, erstmal müssen wir damit fertig werden. Dann wird es erstmal eine. Also auf Twitch wird ja die Staffel, wird ja Minecraft Arno Staffel 2 noch weiterlaufen. Das ist ja jetzt nur für YouTube so wirklich das Staffelfinale. Es wird noch weiterhin Minecraft-Streams geben auf Twitch. Wir werden weiterhin bauen. Und das auch weiter kommentieren, aber YouTube wird davon nichts mitkriegen. Ja, das wird dann irgendwann passieren in Special-Videos. Das ist dann halt einfach nach einem halben Jahr dann zeigen, ja, das ist seit Staffelende passiert. Hurra. Also insofern wahrscheinlich nicht sehr bald. Also das ist für YouTube wird es nicht sehr bald eine Staffel 3 geben, weil Staffel 2 auch noch bestimmt ein Jahr laufen wird. Dafür ist ja auch alles relativ im Endeffekt. Also wir haben im Dorf noch nicht wirklich was gebaut. Also bis auf eine Hobbithöhle steht da jetzt, die Mauer wurde gebaut. Die Kirche, da haben wir jetzt auch 20, 30 Parts dran gebaut. Also da kann auch vieles entstehen, was wir da bauen werden. Und das ist da. Können wir ruhig noch 40, 50 Streams dran bauen. Das ist da. Das kann auch halbes Jahr, ein ganzes Jahr dauern. Mal gucken, was noch wird. Irgendwann, wenn wir dann das Dorf voll gebaut haben, wenn wir dann hier, wenn uns gar nichts mehr einfällt, was wir bauen wollen, wenn dann hier alles voll ist und sagen uns keinen Bock mehr auf den Server, dann ja, machen wir vielleicht mal ein weiteres Projekt. Minecraft Arno Staffel 3. Ja, mal gucken. Was ich Im halt. Endeffekt warte ich ja auch noch auf das vernünftige Cave-Update. Was ich halt wichtig finde, also ich finde halt den Aspekt, den ich da. Okay, hier ist weiße Wolle. Das, was ich halt machen will mit meinen Minecraft-Staffeln, ich will halt das dann von. Also Staffel 1 war, wenn Staffel 3 dann irgendwann kommt, das war dann auch drei Aspekte. Also Staffel 1 war ich spiele Minecraft im Singleplayer und irgendwen. Also das war nur Staffel 2 war schon der Bonus, dass ich dann sozusagen, weil ich spiele Minecraft plus Prof und Modi. Der Prof läuft hier gerade vorbei. Also Multiplayer. Und ich finde Staffel 3, da müssen wir uns noch was ausdenken. Da muss es dann noch irgendwie ein Plus geben. Also muss dann immer. Da muss dann. Modded Minecraft? Ja, also ich habe Keine vorhin. Ahnung, mal Wir haben gucken. vorhin, wir haben vorhin darüber geredet, zum Beispiel Roleplay wäre eine Idee, dass man dann irgendwie mal. Dass wir dann auf einem fertigen Server dann ein Roleplay-Projekt starten. Das wäre noch ein Plus zu dem. Ich spiele Minecraft mit Freunden im Multiplayer und das dritte ist dann halt das dritte Element ist dann halt hier. Irgendwann haben wir dann Minecraft 10 und dann Minecraft Staffel 10 und dann sind es 10 Sachen. Nee, aber findest du das dann irgendwie noch? So, den Sand muss man brennen, damit es zu steil zu. Wie mache ich jetzt Glasscheiben da draus? Die unteren zwei Reihen im Crafting Table voll machen mit Glas. Glas. Okay.
Und dann Farbstoff gleich, ich kann ja die Glasscheiben gleich färben, kannst oder? erstmal die Glas, du kannst auch erst das Glas färben, dafür brauchst du weniger Farbstoff. Aber erstmal muss ich es ja brennen. Erstmal brennen, und dann dann das Glas hast du das färben, Glas, oder? dann setzt du einen Farbstoff in die Mitte und machst ganz das Glas außen rum. Dann hast du gefärbtes Glas und das kannst du dann zu gefärbten Glasscheiben umwandeln. Indem Das ist sehr du im gut. Endeffekt halt die unteren sechs Felder jeweils voll machst mit dem Glas. Unter sechs Felder und der Farbstoff kommt dann oben rein, da was. Nö, gar kein Farbstoff mehr. Du hast dann schon davor gefärbt. Wieder vorgefärbt. Du färbst einfach das Glas selbst. Das Glas, da muss ich ja einmal, das, da mache ich einen Rand aus Glas drum, oder? Und dann Ja. den Farbstoff in der Mitte. Einmal Rand aus Glas, in die Mitte der Farbstoff und dann ist der Kram gefärbt. Das sind 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 brauche ich dafür. 8 Glas brauche ich für einen gefärbten. Okay, da brauche ich aber Farbstoff für. Wie das so ist im Leben. Irgendwo noch Glas. Irgendwie noch Farbstoff. Wir haben ja Blumen auf der Wiese. Ich glaube, ich hatte ein paar Blumen. Skandalös. Rote und blaue Blumen. Das wird irgendwann neue Pflanzen, falls wir mal was Schönes haben wollen. Brauche ich das mal für die Farb, für die Fenster. So rot. Rot und blau finde ich, glaube ich, gut. Das kann man für Küchenfenster ganz gut realisieren. So, zwei blaue noch hier irgendwo. Egal, reicht erstmal so. Machen wir erstmal Farbstoffe draus. Oh, ein Prof auf dem, auf der Höhle drauf. Was machst du da oben? Betriebsspionage. Shit. Die verdammte Feststelltaste immer. Kann man das irgendwie aus, kann man das irgendwie ausstellen, dass das das ist, wenn ich hier rumwackle, nicht immer Piep macht. Ich weiß bloß nicht mehr wie, weil bei mir ist ja ausgeschaltet, also kriege ich das Menü nicht mehr angezeigt. Ich glaube, da war ein Button, um diese Kombination direkt auszuschalten. Karotte wollte ich nicht. Hier Farbstoff wollte ich machen. Blauer Farbstoff. Wer zur Hölle braucht in der heutigen Zeit noch eine Feststelltaste? Frage mich auch. Außer du hast nur noch einen einzelnen Finger übrig. Also insgesamt. So. Weil das Einzige, was das ja macht, ist, dass du halt dann sämtliche Funktionstasten wie Steuerung, Shift und Alt und sowas einfach einzeln drücken kannst und dann noch danach dann was auch immer du sonst drücken willst. Ja, kann man sich auch Aber sparen. das brauchen halt wirklich echt nur die wenigsten. So, Glas, Glas, Glas. Farbstoff. Ja. Jetzt ist der Chat wieder ruhig. Da kommen sie aber kurz rein und ja, er ist schon wieder weg. Sachen gibt's. Dann war es das mit den Zuschauern. Da gehen sie hin. Da wurden sie vom großen Unkalunk verspeist. Sich immer Platz schaffen im Inventar. Wie das so ist im Leben. Mal verspeist du sie, dann wirst du verspeist. Enderman. Aha. Uha.